Den Flüchtlingsgipfel in Stuttgart beobachtet für uns unsere Korrespondentin Hilke Petersen. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind da zusammengekommen. Dazu eingeladen hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Wie sieht die Situation der Flüchtlinge aktuell aus in dem Land? Ja, man muss sagen, die Länder sind ziemlich an ihren Grenzen. So ein großes Flächenland wie Baden-Württemberg nimmt 13% aller in Deutschland ankommenden Flüchtlinge auf. Hier in Baden-Württemberg sagt man, im Jahr 2015 können es über 52.000 Menschen werden, die hierher kommen und die hier untergebracht werden müssen. Zunächst einmal in diesen sogenannten Erstaufnahmelagern, die das Land betreibt, wo die Menschen auch ihren Asylantrag stellen. Und die sind hier eigentlich komplett überfüllt. Da geht das Problem los. Ringsrum droht die Stimmung so ein bisschen zu kippen. Und wenn die Menschen dort dann sozusagen von dort aus in die Landkreise zur weiteren Unterbringung weiterreisen, haben auch die Landratsämter das gleiche Problem. Dort wird überall händeringend nach Immobilien gesucht, wo die Menschen untergebracht werden können. Und die Landräte hier sagen, es ist eigentlich 3 vor 12. Die Behörden sind völlig überfordert. Es ist 3 vor 12. Wie könnten denn jetzt ganz konkrete Maßnahmen aussehen? Was kann man von diesem Treffen heute erwarten? Ja, sie ringen hier darum, sitzen hier über mir im Marmorsaal im Neuen Schloss in Stuttgart. Sie ringen darum, Verwaltungsvorgänge zu beschleunigen irgendwie. Wir haben es eben im Beitrag gehört, da wird es darum gehen, dass eine Taskforce eingesetzt werden soll aus beteiligten Ministerien, einfach um die Dinge schneller zu machen. Denn sie leiden hier alle daran, dass es so lange dauert. Dann wird es wohl darum gehen, dass eine Regel, die ab 2016 greifen soll, wonach jeder Flüchtling 7 Quadratmeter Wohnfläche haben soll, möglicherweise ausgesetzt wird, weil wie soll das gehen in dieser Notlage? Und dann wird wohl auch debattiert, ob möglicherweise syrische Flüchtlinge, bei denen ja relativ klar ist, dass sie Asyl hier bekommen, im Gegensatz zu den vielen, die aus Westbalkanländern kommen, dass die Syrer möglicherweise die Erstaufnahmestellen sozusagen auslassen als Station und dann gleich in die Landkreise gehen. Aber das wäre so ein Schnellverfahren, was mit dem Bund abgeklärt werden müsste. Am Wochenende hat es wieder mehrere Angriffe auf Unterkünfte für Flüchtlinge gegeben, unter anderem in Dresden, an vielen Orten, auch in Baden-Württemberg, wehren sich Anwohner dagegen, dass Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden. Was will man dagegen unternehmen? Ja, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg hat immer gesagt, ihm ist natürlich sehr daran gelegen, dass die Stimmung nicht kippt. Nicht nur ihm natürlich, sondern auch den Bürgermeistern. Wie aus der Sitzung zu hören ist, ist die Stimmung auch da oben so ein bisschen angespannt, weil die Bürgermeister eben deutliche Forderungen da jetzt aufstellen, da Abhilfe zu schaffen. Also ringsum überfüllte Einrichtungen ist die Stimmung nicht mehr so gut, wie sie mal war, noch vor Monaten. Das muss man deutlich sagen, denn es passiert ganz praktisch das, dass es die Leute sozusagen in diese kleinen Kommunen, in denen die Erstaufnahmestätten hier sind, zieht, weil da gibt es dann oft freies WLAN. Natürlich versuchen sie dann da Kontakt in die Heimat zu halten. Das regt Leute auf, die dann dort wohnen. Das kann man verstehen oder nicht. Was die Leute aber auch aufregt, ist, dass die Zusagen der Landesregierung für Höchstbelegungen, da hieß es dann meistens Messstetten auf der Schwäbischen Alb oder Ellwang im Ostalbkreis, maximal 1000 Menschen, die sind aber um Hunderte überbelegt und das regt die Leute auf. Bei dem Treffen geht es auch ums Geld natürlich. Die Ausgaben für Asylbewerber werden sich in diesem Jahr voraussichtlich mehr als verdoppeln. Länder und Kommunen fordern den Bund auf, sie finanziell stärker zu unterstützen. Werden Sie mit dieser Forderung Erfolg haben? Das lässt sich von hier aus nicht sagen. Der Bund hat irgendwie ein bisschen erstaunt darauf reagiert, dass diese Forderung jetzt wieder laut geworden ist. Denn die Länder haben gerade Mitte Juni im Kanzleramt eben mit dem Bund zusammengesessen. Da hat man sich darauf geeinigt, dass es 1 Milliarde für 2015 und 2016 geben wird als Hilfe an die Länder. Klar, die stellen jetzt natürlich fest, je mehr Leute kommen und die Dynamik ist so hoch und die Prognosen stimmen dann alle nicht mehr wirklich. Natürlich wird es teurer und teurer. Und es wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die gesagt hat, im Herbst überprüfen wir das dann alles mal. Und der Bund sagt jetzt, naja, wir helfen euch ja auch dadurch, dass wir die Bearbeitungsverfahren für die Asylverfahren, also die Bearbeitungsdauer für die Asylverfahren verkürzt haben. Das stimmt auch tatsächlich. Sie sind nicht mehr 7 Monate im Schnitt, sondern nur noch gut 5 Monate lang. Also, liebe Länder, das muss euch ja auch helfen. So argumentiert im Moment der Bund. Aber diese Forderung nach Geld wird sicher auch hier heute erhoben und auch weiterhin erhoben werden. Vielen Dank, Hilke Petersen nach Stuttgart.